Die RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekommt einmal mehr Zuwachs. Pauline Afaya, 33, übernimmt fest die Rolle der Flora, Flo, Köstner, eine Ex-Affäre von Jonas Seefeld, gespielt von Felix van Deventer, 27. Aufmerksamen Fernsehzuschauern ist Afaya vor allem dank ihrer Teilnahme an der ProSieben-Castingshow Germany's Next Topmodel ein Begriff. 2010 wurde die gebürtige Friedrichshafenerin dort Sechstplatzierte. Zuvor bekam sie als 19-Jährige in der ZDF-Show Wetten, dass im Rahmen einer Saalwette in ihrem Heimatort eine GNTM Wildcard von Heidi Klum, 50, überreicht. Ganz neu ist die Welt der Schauspielerei für Afaya jedoch nicht. So spielte sie die Rolle der Flo bereits in vorherigen Folgen von GZSZ. Durch den Unfall von Jonas und die daraus resultierende Querschnittslähmung wurde die Liaison mit Jonas jedoch unterbrochen. Jetzt erfolgt die Rückkehr von Flo. Die im Berufsleben Chefin einer Sicherheitsfirma ist. Afaya selbst beschreibt ihren Rollencharakter als tough, herzlich und souverän. Die Wahlberlinerin nahm nach ihrem GNTM-Auftritt einige Werbedeals an und war so unter anderem Teil von Kampagnen für Samsung, Lexus, BMW, Verivox oder Tchibo. Parallel schob sie ihre Schauspielkarriere an und war bereits in mehreren Kurzfilmen und in dem Musikvideo des Peter Maffay-Songs »Wenn der Himmel weint« zu sehen. Auch im ZDF-Film »So laut du kannst« wirkte sie mit. Zu ihrem neuen GZSZ-Engagement sagte Afaya dem Sender: »Ich finde es aufregend, Teil der bekanntesten Serie Deutschlands zu sein. Und bin gespannt, was auf mich zukommt.« Das hat Pauline Afaya mit ihrer Rolle der Flora Köstner gemein. Auch Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle machte die Schauspielerin bereits aus. So habe sie ebenso eine gewisse Grundgelassenheit im Alltag. Und noch eine weitere Parallele gibt es. Zwar war ich keine ehemalige Profiboxerin wie sie, aber ich habe auch vor etwa 5 Jahren regelmäßig geboxt. Sie habe viele Jahre in Hamburg gelebt und dort in der altbekannten Ritze trainiert, wo auch die Klitschko-Brüder und andere Boxprofis schon an ihren Qualitäten gefeilt haben. Wann genau die erste Folge mit Afaya ausgestrahlt wird, verriet RTL noch nicht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL sowie eine Woche vorab bei RTL+. Am 15. April feiert die Vorabendserie, die bereits seit 1992 produziert wird, ein großes Jubiläum, dann wird die 8000. Folge ausgestrahlt.